Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, abonniert genau jetzt den Kanal, denn hier gibt es jeden Tag ein neues Review von Jesse oder von mir. Alle Autos auf dem Automobilmarkt werden hier gezeigt. Macht das jetzt, ist eine gute Sache für euch. Und hier seht ihr schon, hier steht da der Astra F der ersten Generation nach dem Kadett. Und die aufmerksamen Beobachter unseres Kanals wissen, oh, der Jan, der hat doch schon im Cover Drive den Astra L vorgestellt, 2021. Und jetzt ist es soweit. Ne? Hier ist jetzt der Studiotermin, hier ist er zum ersten Mal unverhüllt, hier ist er in Rot als Benziner in der GS-Line. Und was werden wir mit dem Auto zusammen machen? Ich werde euch alles erklären. Endlich die Optik zeigen, endlich den Innenraum zeigen, endlich den Platz auf der Rückbank im Kofferraum zeigen. Ja, wir werden über die Motoren sprechen. Hier ist ja ein Benziner drin. Und wir werden über die Förderung der Plug-in-Hybride sprechen. Wir werden über den Preis, den Marktstart und den Kombi sprechen. Ja, und dann ist es soweit. Wir fangen an mit unserem Review. Es gibt einen kleinen Kuss am Anfang von mir für diesen wunderschönen Astra. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich nicht nur über uns, weil den Kanal habt ihr ja schon abonniert, sondern über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ja, und die Historie vom Astra, das habt ihr ja schon am Astra F auf der anderen Seite gesehen, das ist inzwischen eine, die 30 Jahre schon andauert. Das ist unglaublich. Der erste Astra kam nämlich 1991 auf den Markt, der erste Kadett sogar 1936. Da drüben sieht man eine ganze Ahnenreihe der Astra-Generation und Kadett-Generation. Das macht Opel schon mega gut. Also 30 Jahre jetzt auf dem Markt. Die Vorgängergeneration, die kam 2015 auf den Markt und inzwischen hat sich richtig viel getan, ganz ehrlich. Opel gehört nämlich inzwischen zum Stellantis oder wie der Partner sagt, Stellantis-Konzern. Da sind inzwischen 14 Marken dabei, unter anderem Peugeot, Opel eben, Citroën, DS und die teilen sich Plattformen. Ja, das ist eine Plattformarchitektur, die man dann nutzt, um günstiger zu produzieren. Genauso wie zum Beispiel auch Volkswagen. Das ist nichts Giftiges, das ist was Gutes, weil am Ende hat man gute Produkte zu vernünftigen Preisen. So zumindest die Idee. Ja, die Plattform hier ist die EMP2-Plattform. Es gibt auch die CMP-Plattform. Die EMP2-Plattform hat den Vorteil, und das ist sehr spannend hieran, dass man da Verbrenner, ja, reinbekommt, reine Verbrenner, Plug-in-Hybride bekommt man rein, eine reine E-Version. Es wird hiervon eine reine E-Version geben und das ist natürlich richtig gut. Das bekommt meines Wissens nach noch nicht mal Volkswagen in dem Ausmaß hin. Es wird auch weiter beim Auto, was ja hier in Rüsselsheim nicht nur designt und entworfen wird, sondern auch produziert wird, eine Kombi-Version geben. Was die Deutschen natürlich sehr lieben, ne? Die wird 2023 auf den Markt kommen. Über die Ausstattungsvarianten kann ich noch nicht viel sagen. Hier ist die GS-Line. Jesse hat euch Ultimate gezeigt, hat auch erst gedacht, dass es die GS-Line wäre. Ja, ich kann euch nur was über das Auto sagen. Und der ist jetzt 4,36 Meter lang, 1,86 Meter breit, 1,49 Meter hoch. Und im Grunde hat er mit dem Vorgänger noch was zu tun. Nüscht, weil der steht auf einer anderen Plattform, der hat andere Motoren da drin zum Teil, ja, und der sieht deutlich anders aus, wenn man den jetzt von vorne so betrachtet, dann ist es spannend, weil es gibt natürlich viele Wettbewerber, das ist ja klassisch irgendwie Golfklasse, Seat, Leon, Skoda, Octavia im VW-Konzern, aber hier, ja, bei Stellantis heißen die anders, Peugeot 308, den wir euch ja auch als SW vorgestellt haben, DS4 zum Beispiel, ja, wir haben zum Beispiel auch den Citroën C5X vorgestellt. Die stehen alle auf der großen Plattform hier, den Grandland, der jetzt ohne X auskommt, den haben wir euch gezeigt. Aber euch interessiert das Design, nicht unbedingt die Plattform nur. Und das ist jetzt ganz spannend, weil von vorne haben wir ja eigentlich am deutlichsten sichtbar dieses Bold and Pure Design. Bold and Pure heißt irgendwie mutig und
ja, pure, also puristisch. Und da haben wir ein Element, was es ausmacht. Das ist der sogenannte Visor, das Visier. Das ist hier vorne Opel Blitz in Schwarz drauf, ne? Und das ist wunderschön, wie ich finde. Viele haben ja gesagt, ja, Opel Blitz in Schwarz, der muss Silber sein, wie beim Astra F auf der anderen Seite zum Beispiel auch. Nein, finde ich nicht, finde das schick. Ja, die Opel-Fans sind halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, klassisch. Ich verstehe das schon, ne, dass man an den alten Dingen teilweise gern festhält. Aber spätestens beim Licht, wo wir uns dann über Halogen hin zu Xenon, hin zu LED gehangelt haben, haben wir hier jetzt Matrix-LED-Leuchten. Sogar bessere Matrix-LED-Leuchten, wie Opel sagt. Wir haben hier nicht nur ja, dieses schöne L quasi in der Signatur, sondern wir haben auch 84 LED-Dioden auf jeder Seite im Matrix-Licht. Jesse sagt, das sind Pixel, Jan, Pixel, nicht Dioden. Okay, dann sind es Pixel, also 84 Pixel auf jeder Seite. Was machen die? Die können Gegenverkehr ausblenden, Schilder anblenden, machen quasi permanent eine richtig gute Fernlichtwirkung. Ja, und wenn wir es von vorne jetzt mal anschauen, haben wir dann hier noch dieses schwarze Element, was sich hier unten ja in der Kühlung wiederfängt zum Beispiel. Und wir haben hier auch so eine Art Power Dome auf der Haube, was mir schon echt richtig gut gefällt. Von vorne finde ich das einen richtig, richtig schönen Look. Ob ich mir jetzt ein rotes Auto kaufen würde, weiß ich nicht unbedingt. Der Radstand ist relativ groß, ich glaube 2,68 Meter, relativ kurze Überhänge vorne und hinten, was Designer ja lieben. Ich kann euch nichts über die Felgengrößen sagen, die es geben wird. Ich kann euch nur sagen, dass wir hier, und da müssen wir jetzt mal zusammen schauen, 18, sagt Jesse. 18 Zoll Felgen haben Opel Blitz hier in Silber drauf, so geschlossene Felgen, die gut sind für die Aerodynamik oder sein sollen. Und wenn wir uns dann natürlich das Design anschauen, dann haben wir schwarze Spiegelkappen, haben schwarz abgesetztes Dach hier oben, ne, was bis nach hinten sich durchzieht. Wir haben hier hinten abgedunkelte Scheiben, hier nochmal ein schwarzes Element. Und das ist ein Look, den ich richtig gelungen finde, ganz ehrlich. Aber es ist natürlich auch zurückhaltend, ne? Klare Linien, hinten relativ ausgestellte Schulterpartie hier so, was ich ganz schick finde. Und ja, von hinten ist es jetzt ein bisschen eng hier, ehrlich gesagt, deswegen schiebe ich mich mal auf die andere Seite. Astra steht hier drauf, wieder in Schwarz, Opel Blitz hier. Und mega geil finde ich von hinten hier diese, ja, LED-Leuchten. Astra wieder hier drauf, schaut mal, normalerweise hier das Kennzeichen und hier ist eben die Rückfahrkamera dann. Unten schwarzes Element, ihr seht zumindest von oben den Auspuff nicht. Dann haben wir hier so Finlets in relativ präsenten Dachkanten-Spoiler hier. Wenn ich jetzt über die Optik sprechen muss, im Vergleich zum Peugeot 308 oder zum DS4, ist das hier zurückhaltender, mehr Opel. Und hier haben wir den Tank, der müsste etwa 48 Liter fassen, schätze ich jetzt einfach mal. Genaue Werte habe ich noch nicht. Wenn das Auto dann homologiert ist, ist es spannend, ob ich euch Quatsch erzählt habe. Kofferraum. 370 bis 1250 Liter ist der groß. Und jetzt schaut mal, ich passe drunter. Ja, oben angeschlagen, richtig gut. Und wenn ihr jetzt mal hier reinschaut, dann haben wir auch richtig viel Platz. Ich kann euch leider noch nichts über die Anhängelast verraten, weil ich sie einfach noch nicht kenne. Und dann haben wir hier unten so einen doppelten Ladeboden. Den kann man einfach so zufallen lassen. Wir haben hier eine Durchreiche für die Skifahrer. Und hier schön viel Platz, muss man einfach sagen. Was natürlich sehr praktisch ist, ist, wenn man dieses Teil hier wegmacht, und das ist schon sehr wertig verarbeitet auf beiden Seiten, dann könnt ihr die Rückbank einmal, zweimal umklappen. Könnt das Teil hier dann auch noch rausmachen. Ja. Und ja, habt so ein riesiges Kofferraumparadies, in dem Brad Pitt oder Tom Cruise, der ist der Kleine, ne, schlafen könnt. Ich mache das jetzt mal hier wieder drauf, oben wieder rein, weil Ordnung muss sein. Spannend wird natürlich dann auch der Kombi sein. Deutschland ist ja ein Kombiland, ne? Ja, und dann schauen wir uns vielleicht mal noch die Klappe hier an. Relativ viel Hartplastik, aber das ist okay, solide ausgeformt. Hier könnte man sich vorstellen, dass wenn man so einen Bierkasten drüber zieht, das auch schon mal gern verkratzt. Dafür hier relativ robust, schon eine ganz solide Qualität. Was wir jetzt zusammen machen, ist mal auf die Rückbank springen, weil da wird für euch ja vielleicht interessant sein, hat der Jan da hinten Platz oder nicht. Kommt mit. Ja, jetzt seht ihr natürlich eine Sache, und zwar der Sitz, der ist relativ weit nach hinten geschoben. Den schiebe ich jetzt mal ein Stück vor
Und dann seht ihr schon, die Platzverhältnisse werden deutlich besser. Das Radio habe ich auch ausgemacht. Ja, und hier habe ich relativ viel Platz für den Kopf tatsächlich. Ich muss zwar die Kopfstütze ein bisschen hochschieben, aber dann ist es wirklich okay hier hinten. Ich kann die Lehne meines Wissens nach nicht in der Neigung hier verstellen. Man kann von hier schön umklappen. Schaut mal. Seht dann hier so eine kleine Stufe drin. Das ist ganz interessant. Wir haben eine Armauflage hier und, wenn ihr euch die mal anschaut, hier so eine kleine Durchreiche. So, fürs Skifahren eben. Sitze. Was ist das, Jessie? Alcantara vermutlich. Das ist Alcantara, hier Kunstleder. Das ist ein richtig geiler Sitz. Und wichtig, auch hier die Kopfstütze auszufahren, weil für mich vor allem gut, dann habe ich hier einen sehr bequemen Sitz. Hier hinten haben wir LED-Leuchten. Das ist wichtig, dass die an sind. Und hier USB-Stecker, zwei Lüftungsdüsen, kleines Fach. Ja, auch die Sitze von hinten hier vorne sehen richtig gut und wertig ausgeformt. Und jetzt schauen wir mal noch in die Tür vorne rein. Ja, schaut euch das an. Auch hier Alcantara drin. Da ist der Volkswagen-Konzern mit dem Golf jetzt vielleicht ein bisschen neidisch. Armauflage hier gepolstert. Relativ kleiner, gar nicht so schicker Türöffner. Und hier nochmal ein kleines Fach, wo ihr was unterbekommt. Und hier oben auch nochmal ein Münzfach. Ganz gut. Jetzt schauen wir mal, ob bei uns vorne die Motorhaube aufgeht. Und ich probiere euch mal zu erzählen, was hier alles für Motoren drin sind. Ganz spannend ist und aktuell der heißeste Scheiß auf dem Automobilmarkt tatsächlich die Plug-in-Hybride. Da gibt es zwei Versionen. Ein 1,6 Liter Motor ist da immer die Basis mit 150 oder 180 PS. Dazu kommt ein 110 PS starker E-Motor. Zusammen kommen wir auf eine Systemleistung beim kleineren PHEV von 180 PS und beim größeren von 224 PS. Ja, Leistungsdaten schreibe ich euch unten in die Beschreibung rein. Da habt ihr dann mit einem 12,4 Kilowattstunden fassenden Akku eine Ladedauer dann mit 7,4 kW von 2 Stunden etwa optional und serienmäßig mit 3,7 kW von etwa 4 Stunden. Rein elektrische Reichweite wird da etwa 60 Kilometer sein. Ja, und jetzt sprechen wir natürlich über die Verbrenner. Auch hier haben wir diesen kleinen Arm, den wir noch selbst einspannen müssen. Und da ist es dann interessant, denn die Benziner, das sind alles Dreizylinder. Da gibt es dann einen 1,2 Liter Motor mit 110 oder 130 PS. Das ist wohl der 130 PS Motor, Dreizylinder, seht ihr hier. Ist allerdings gar nicht so spannend, weil wir fahren ja heute nicht. Ne? Was spannender ist für mich eigentlich der Diesel, denn der hat 4 Zylinder, 1,5 Liter und 130 PS. Aber Diesel ist ja gerade nicht mehr so en vogue, wie der Franzose sagt. Die Motoren sind dann mit einer 6-Gang-Handschaltung oder mit einem Automatikgetriebe verbindbar. Der PHEV, also der Plug-in-Hybride, hat natürlich immer die Automatik, ist logisch. Ne? Was wir jetzt zusammen machen wollen, ist vorne, und das ist wahrscheinlich für die meisten am spannendsten nach dem Cover Drive, uns anschauen, was kann die Technik im Innenraum. Ja, genau. Und das Infotainment, das Pure Panel kommt einfach mit und danach gibt es ein Fazit. Ja, kommen wir zum Innenraum. Es ist ein bisschen dunkel hier drin, aber bei The Car Crash Review, wenn ihr den Kanal abonniert, sitzt ihr immer im Hellen. Ja. Jetzt sprechen wir über den Innenraum. Kommt ein bisschen witzig, war das. Und der ist auch Pure and Bold. Und wir haben das Pure Panel hier drin. Das ist so eine Mischung aus Astra F, würde ich sagen, hier drin. Und dem großen Monster Hyperscreen vom neuen Mercedes EQS. Und das ist sehr positiv gemeint. Aber jetzt fangen wir mal Stück für Stück an. Also wir haben hier die GS-Line. Das ist wichtig. Jesse hat euch alte mit erklärt. Vielleicht, wenn ihr überlegt, das Auto zu konfigurieren oder was euer sein könnte, ist ja immer eine entscheidende Sache. Deshalb machen wir ehrlich gesagt auch die Videos. Dunkler Himmel hier drin, das ist alles sehr dunkel, kein Glasdach jetzt hier. Und dann spricht man über die Sitze, Alcantara Warmer, Alcantara Warmer, guckt mal hier. Ihr könnt die Auflage hier verlängern für die Beine, das ist sehr praktisch. Und die Sitze haben die Aktion gesunder Rücken, das heißt, die sind optimiert dafür, dass man, wenn man Rückenleiden hat, das eher weniger hat aufs Sitzen. Für mich echt ein wichtiger Punkt, ohne Scheiß.
dicke Seitenbacken hier, dicke Seitenwangen hier, keine integrierte Kopfstütze. Die könnte allerdings easy peasy verstellen. Toller Sitz, bequem, guter Seitenhalt. Da macht Opel einen guten Job, nicht nur beim Astra, sondern auch schon lange bei vielen Modellen, muss man einfach sagen. Und wenn wir jetzt mal zusammen in die Tür reinschauen, dann haben wir auch da oben Alcantara, haben so ein Zierelement, was Plastik ist, aber wie Chrom aussieht, wenn ich das richtig erkenne. Dann drunter auch nochmal eins. Der kleine Türgriff, wieder Alcantara da drin. Wirklich echt gut gepolsterte Armauflage. Platz nochmal in der Tür, das ist einfach gut gemacht. Hier unten Astra Fußmatte, wie Jesse gesagt hat, hochflorig. Ich finde sie gut, aber hochflorig ist sie nicht. Jetzt haben wir hier ein Handschuhfach. Und wenn man euch da vorne jetzt mal wieder dieses Zierelement zeigt und das weiche Plastik, dann hat mich jemand in den Kommentaren gefragt, Jan, warum ist denn das so wichtig, ob es jetzt weiches Plastik ist oder Hartplastik? Weiß ich auch nicht, aber ich erzähle es halt. Ne? Ein rahmenloser Innenspiegel haben wir hier und dieses ganze Dashboard ist leicht zu mir geneigt, zum Moderator. Auf der Seite hier haben wir eine schöne Lüftungsdüse. Es ist aufgeräumt, es hat die wichtigsten Knöpfe noch. Und nicht zu viel Scheiß. Jetzt schauen wir uns mal die Mittelkonsole an. Und hier haben wir halt Klavierlack. Das sieht immer alles toll aus, wenn ein Auto aus dem Werk kommt und man denkt, boah, habe ich ein schönes Auto. Einmal mit dem Schlüssel drüber, denkt man schon gar nicht mehr, dass man ein schönes Auto hat. Aber was ich toll finde, diese Plastikabdeckung hier, weil die ist robust, die darf verkratzen und das ist irgendwie so industrial schick, glaube ich. Ich finde es wirklich geil, auch wenn es andere nicht mögen werden. Zwei Cupholder hier drunter und hier vorne haben wir was für mein Handy. Induktive Ladebuchse. Ich würde kein Auto mehr ohne kaufen. Zwei USB-Stecker hier, eine 12-Volt-Steckdose haben wir an der Stelle noch. Und hier unten nochmal ein kleines Fach. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen dunkel. Mega gut. Handy weg, Affe tot. Hier nochmal ein kleines Fach. Drive-Mode-Schalter haben wir hier. Da ändert sich da vorne, müsst ihr gar nicht so nah hindern, die ganzen Farben von beiden Displays. Und hier haben wir dann nochmal ein Fach, das ist riesig und auch gut gepolstert hier oben. Schon ganz gut. Jetzt würde ich sagen, kommt Madame Jessica mal rein und wir sprechen dann tatsächlich über das Pure Panel und über das Lenkrad erstmal davor, wo ja Peugeot viele kritisieren fürs kleine Lenkrad. Ich mag ein kleines Lenkrad. Feiern das andere unendlich ab. DS hat so eine Mischung und Opel hat noch ein richtig gutes, rundes, großes und ein leicht abgeflachtes Dreispeichenlenkrad. Schickes aber, ne? Hier mit diesem Zierelement, Opel Blitz hier im Pralltopf, perforiertes Leder hier. Und ihr könnt euch das auch in alle Himmelsrichtungen verstellen. Es kommt zu mir, es geht von mir weg. Es geht nach oben, es geht nach unten. Das ist sehr praktisch, weil ein Grund, und da bin ich mir immer sicher, warum sich ein VW Golf so gut verkauft ist, man sitzt rein und findet direkt eine Sitzposition. Und das fühlt sich hier drin ähnlich an. Ich habe hier eine elektrische Sitzverstellung, hat Jessica die auch? Die guckt mal kurz nach. Sie sagt, sie hat die nicht. Okay, also der Fahrer hat sie, sie hat sie nicht. Und das Lenkrad hat hier auch die Automatik. Heißt, wir haben hier die Schaltpedal am Lenkrad. Richtig schön. Hier auf der Seite kann man lauter leiser machen. Man kann die Sprachsteuerung bedienen. Das geht auch mit Hey Opel übrigens dann, wenn das Auto Serienstatus erreicht hat. Okay, hier. Und interessant ist, dass ihr hier noch nichts verstellen könnt. Ich wollte euch eine Sache zeigen. Dieses dumpfe Geräusch der Blinker, das finde ich irgendwie cool. Und auch wie dieses Pure Panel hier eingearbeitet ist, finde ich auch cool. Und wenn ihr jetzt da vorne mal schaut, hier beim Lenkrad, an diesem Knopf könnt ihr euch dann den Bordcomputer anzeigen lassen. Das ist nicht repräsentativ jetzt, ne? Ihr seht dann hier ja auf der rechten Seite den Füllzustand quasi vom Tank. Und das hier ist wahrscheinlich eine Drehzahlanzeige. Ich konnte das jetzt hier leider noch nicht verstellen irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Assistenten seht ihr dann zum Beispiel hier, den Limiter hier und auf OK dann wieder hier. Ist halt Vorserie, also da vorne passiert leider noch nicht so viel. Was Tolles, wir haben noch Knöpfe. Also eine Sitzheizung bei Jesse. Es gibt auch eine Sitzkühlung optional, in Ultimate gab es die. Wir haben hier dann alles fürs Fahrzeug, haben hier den Homescreen zum Beispiel. Und hier haben wir alles, um die Klima anzumachen. Also die wichtigsten Dinge werden hier noch mit Knöpfen ausgestattet. Und guck mal, hier ist noch so ein kleines, aber feines Secret-Fach.
mit der Lüftungsdüse hier mega. Aber jetzt spielen wir mal das Infotainment durch. Beide über 10 Zoll groß. Wir haben auch noch einen Drehregler für lauter leiser, was ganz cool ist. Ne? Hier könnt ihr dann an- und ausmachen. Und jetzt gehen wir mal hier auf den Homescreen. Und den Homescreen könnt ihr jetzt hier zum Beispiel belegen mit Radio verschiedenen, könnt aber auch hier Telefoneinstellungen und die App-Liste anschauen. Und erstmal haben wir hier dann die Assistenten. Panoramakamera, bestimmt das Wichtigste. Mit der fangen wir dann hier mal an. Die sieht wirklich relativ klar aus, weil die Lichtverhältnisse sind hier nicht so gut. Spurhalteassistent ist auch hier. Funktionen haben wir dann, Traktionskontrolle, Schilder, Verkehrszeichen, Menü. Und wenn ihr das alles nicht versteht, weil es ja wirklich so viele Assistenten gibt, könnt ihr euch das hier dann anzeigen lassen. Schaut mal hier, oder den Querverkehrassistent könnt ihr euch dann auch zeigen lassen, wie es funktioniert. Auto kommt von hinten, anderes Auto piepst. Relativ einfach eigentlich, aber auch relativ spannend, finde ich. App-Liste, was können wir noch machen? Datum, Uhrzeit, Einstellung. Hey Opel ist hier die Sprachsteuerung. Mir ist warm. Ja, funktioniert leider noch nicht so gut. Wie gesagt, ist Vorserie. Ich kann euch halt auch nur das zeigen, was ich hier habe. Mirror Screening, Apple CarPlay, Android Auto ist hier am Start zum Beispiel. Navigation vielleicht auch ganz wichtig noch hier. Wenn ihr mal hier schauen wollt, könnt ihr reinzoomen, weniger rein. Wir sind tatsächlich in Rüsselsheim hier. Und dann habt ihr noch alles zum Sitzen. Da gibt es auch eine Massagefunktion, wenn ihr die konfigurieren wollt, was spannend ist. Und dann habt ihr hier nochmal ein Telefon zum Beispiel auch. Was dann vielleicht noch ganz interessant ist, hier alles zum Auto, habe ich euch auch gezeigt. Ich kann euch jetzt leider nicht die Funktionen zeigen zum Plug-in-Hybriden, weil wir nicht haben. Eine Lenkradheizung haben wir hier auch. Einstellungen vielleicht noch ganz interessant. Es gibt verschiedene Fahrprofile, Anpassungen wie die Farben können wir dann hier auch noch vornehmen. Ne? Bildschirmfarbe zum Beispiel. Schaut euch das an. Ich nehme jetzt mal Car, Crash, Orange, Konnektivität. Helligkeit ist auch ein Punkt, Audio, Fahrzeug, Updates, Over-the-Air-Update-Bar, also das System muss online angebunden sein. Ja, der Innenraum ist schon echt ganz gelungen, würde ich sagen. Was wir jetzt machen ist, ja, kommen wir zum Fazit. Hallöchen. Und ich erzähle euch jetzt mal, was ich vom neuen Opel Astra halt. Ich war ja selbst mal Opel Astra OPC-Fahrer, zumindest eine relativ kurze Zeit. Was dann passiert ist, da wollen wir nicht drüber sprechen. Ich bin aber der perfekte Ansprechpartner und Typ für Kompaktwagen bei euch, denn ich habe sie alle gefahren. Und jetzt ist natürlich eure Frage an mich, Jan, was hältst du jetzt vom neuen Astra? Wir haben euch ja den Peugeot 308 vorgestellt. Der hat seine Daseinsberechtigung, krank durchdesignt aus meiner Sicht. Wir haben euch den DS4 vorgestellt, auch krank durchdesignt, aber irgendwie alle ganz anders. Der hier ist tatsächlich puristischer und hat als Auto, was in Rüsselsheim gebaut, entwickelt wird, völlig seine Daseinsberechtigung und ist vielleicht für zurückhaltendere Menschen, die ja auch so Golfkunden oft sind, echt eine unglaublich spannende Alternative, vielleicht sogar einfach auch das Auto der Wahl. Dann haben wir Motorvarianten hier drin, immer noch ein Diesel zum Glück, immer noch zwei Benziner zum Glück und zwei Plug-in-Hybrid-Variante. Es wird eine E-Variante geben, es wird ein Kombi geben. Wir haben solide viel Platz auf der Rückbank, wir haben solide, flexibel den Kofferraum da hinten, also echt gut. Und was am besten ist für mich da drin, ist das Pure Panel, weil das ist so eine Art Digital Detox, also digitale Entspannung da drin, weil das Auto kann wahnsinnig viel, überlastet und überlädt den Fahrer bei der Fahrt damit nicht. Und das finde ich richtig gut. Die Verarbeitung ist auch richtig gut. Ich finde, Opel profitiert wie fast alle Marken von der Ehe mit Stellantis. Das gefällt mir, das gefällt auch der Marke. Jetzt ist natürlich eine Frage, du sag mal Jan, es ist ja ein Kompakter, ne? Es ist ja keine S-Klasse. Also ich muss mir den noch leisten können. Vielleicht bin ich Fahranfänger, vielleicht habe ich eine Familie. Kann ich ihn mir leisten? Ja. Denn das Auto beginnt bei 22.500 Euro etwa. Der wird ab Herbst bestellbar sein, 2021 wohlgemerkt. Und die ersten Autos werden dann zu Kunden und Händler wohl im Januar 2022 rollen. Für ein Kombi müsst ihr wohl bis 2023 sowieso warten. Ja,
Ich vermute, der Plug-in-Hybrid, auch wenn ich da keine Daten habe, wird irgendwo über 30.000 Euro beginnen. Spannend ist da natürlich, dass ihr eine Förderung von bis zu 7.000 Euro bekommt. Beim reinen E-Auto bekommt ihr eine Förderung von bis zu 10.000 Euro. Danke Merkel, danke Mama, Papa, Staat. Das ist schon wirklich ganz gut. Und damit sind die Plug-in-Hybride halt wirklich sehr lukrativ, vor allem mit der rein elektrischen Reichweite von 60 Kilometer. Wer das alles weiß, schätzt und auch davon profitiert, genauso wie ihr, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern, ja, und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Hier seid ihr allerdings gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Review von Jesse oder mir. Abonniert den Kanal, tut euch einen Gefallen, macht euch glücklich, macht euch unsterblich, macht euch zum Zuschauer-Goat. Ich und der Jan bedanke mich für euch fürs Zusehen. Bis bald in einem anderen Zirkus. Tschüss.